Das hier ist mein Kühlschrank und der Kühlschrank hat zwei Fächer und das untere Fach ist sehr mühsam zu erreichen. Also man muss sich wirklich sehr bücken und dann die Gläser da ganz hinten rauszufischen, ist wirklich sehr anstrengend. Und wenn man sie zurückstellt, dann gibt es auch immer das Problem, dass ein Glas vor dem anderen steht. Also das ist wirklich sehr unpraktisch. Und deshalb habe ich das jetzt geändert. Und zwar auf einen Boden, den man herausdrehen kann. Und so kommt man auch an das hinterste Glas. Und dann dreht man den Boden wieder zurück. Und macht den Kühlschrank wieder zu. Nochmal von der anderen Seite Fach rausdrehen und das Glas wieder zurückstellen. Das ist ganz einfach und in weiterer Folge zeige ich mal, wie ich das gemacht habe. Dazu habe ich eine Platte verwendet, eine alte Werbetafel aus Plastik. Aus Holz wollte ich es nicht machen, weil Holz im Kühlschrank schimmelt. Aber dieses Plastik war eine Spur zu weich. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich ein bisschen härteres Plastik verwenden. Aber es ist okay. Und dann habe ich den Boden aufgezeichnet und den Angelpunkt. Und da habe ich dann mit dem Zirkel einen Bogen geschlagen, weil diese Ecke, die wird dann abgeschnitten, die kann dann nicht mehr verwendet werden. Und jetzt wird es auf der Kreissäge mal in die Grundform gebracht. Erstmal das längere Teil. Okay. Und dann noch auf die Länge gebracht. Und jetzt säge ich hier eine Nase aus, die ich aber gar nicht gebraucht hätte, wenn ich mich gleich an dem unteren Fach orientiert hätte. Die ganzen Plastikkrümel sind natürlich wahnsinnig lästig und die sauge ich hier mit einem Hausstaubsauger ab, damit die nicht bei den Sägespänen landen. So, jetzt wird diese Nase dann noch freigesägt und dann wird der Bogen abgesägt, damit man das Fach dann auch drehen kann. Okay. Dann habe ich mit Tinkercad, das ist eine AutoCAD-Software im Internet, zwei Formen erstellt. Eine Platte mit Achse und einen Deckel. Und die habe ich dann mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Und das Ganze schaut dann so aus. So ein kleiner Zapfen mit einem Loch, wo man dann noch einen Stoppel reindrücken kann. Und hier wird dann die Position der Achse nochmal kontrolliert, vorgestochen. Und mit dem Zirkel wird jetzt hier noch diese Ecke angezeichnet. Die muss auch noch abgesägt werden, weil die stört dann. Und dann mit der Bohrmaschine ein Loch gebohrt mit 8 mm, sodass dieser Zapfen da reinpasst. Und weil dieser Zapfen sehr streng geht, habe ich das dann noch mal ein bisschen aufgeweitet, so dass er sich schön drehen lässt. Okay. Und jetzt wird noch diese Ecke abgesägt. Ich habe das Ganze dann nachher noch mit Schleifpapier etwas überschliffen. Und hier wird noch mal diese Nase schöner abgesägt, die ich da vorher mit der Kreissäge erzeugt habe, damit das ein bisschen hübscher aussieht. Okay. Damit die Sachen nicht von diesem Tablett runterfallen, kommt da noch ein Rand dran. Und dazu schneide ich hier zwei Streifen mit der Kreissäge von dieser Werbetafel ab.
Okay. Und die Streifen werden dann mit Kontaktkleber auf dem Boden befestigt. Dazu wird auf beiden Seiten, sowohl auf dem Rand als auch auf dem Boden, Kontaktkleber aufgetragen und verstrichen. Und da muss man gut warten, bis der richtig trocken ist. Und dann kann man diesen Rand ansetzen. Und da hat man noch ein bisschen Möglichkeit zu korrigieren. Aber sobald man da Druck drauf gibt, wird es sofort bombenfest. Und dann kann man nicht mehr korrigieren. Jetzt kann man das noch ein bisschen in Form bringen, sodass das dieser Krümmung folgt. Aber es klebt dann schon mal ziemlich gut. Aber damit es wirklich ganz gut klebt, muss man noch Druck aufbringen. Und zwar geht es nicht darum, möglichst lange Druck auszubringen, sondern möglichst hohen Druck. Der kann auch recht kurz sein. Und deshalb setze ich diese Zwinge jetzt hier an verschiedenen Punkten immer wieder an, um Druck aufzubringen. Und dadurch bindet der Kleber dann wirklich sehr fest ab, sodass da sich nichts mehr lockern kann. Okay, jetzt kann man die Zwinger schon entfernen. Und dann noch die beiden anderen Seiten. Das sind nur mehr gerade Streifen. Wieder mit beiden Seiten den Kleber aufbringen. Früher gab es den nur von Patek, soweit ich weiß. Heute gibt es den auch von anderen Firmen. Das hier ist U-Kontakt. Aber es ist eigentlich egal, Patek klebt genauso gut. Diese Bodenplatte hier mit der Achse habe ich auch mit doppelseitigem Klebeband im Kühlschrank befestigt. Das war allerdings nicht ausreichend, das hat nicht gut geklebt. Und ich habe dann später, das sieht man jetzt nicht im Video, das noch mit Kontaktkleber verstärkt. Also hier werden jetzt nochmal der restliche Rand angedrückt, damit der gut klebt. Immer wieder diese Zwinge versetzt und an jedem Punkt dann mal Druck ausgeübt. Und dann hält es auch. Und noch das letzte Stückchen wird dann auf dieselbe Weise auch noch angebracht. Angesetzt und dann wieder mit der Zwinge angedrückt. So, jetzt klebe ich diese Platte mit der Achse in den Kühlschrank. Hier noch mit doppelseitigem Klebeband. Das hat sich dann später gelöst. Das habe ich dann nachher noch mit Kontaktkleber dann stärker befestigt. Jetzt hält es auch wirklich gut. Mit dem Kontaktkleber hält es sehr gut. Und dann kommt der Fachboden mit dem Loch, wird auf diese Achse gesteckt. Und nur mit Achse sieht man, dass der sich da von dieser Achse löst. Der hupft darunter. Tschack. Und deshalb gibt es dann noch einen kleinen Stoppel, der jetzt in dieses Loch von dieser Achse gesteckt wird. Den habe ich auch mit dem 3D-Drucker gemacht. Und der wird jetzt da reingeklippt. Und der hält dann da bombenfest. Hier sieht man. Und jetzt kann es da sich auch nicht mehr bewegen. Es lässt sich nur mehr drehen. Und jetzt kann man das Fach rausdrehen. Kommt überall gut dazu. So. Und weil es ein bisschen zu weich ist, habe ich vorne ein Glas mit Kirschen. Da liegt es auf. Das hat genau die Höhe, sodass es unterstützt ist, dass man eine Hand frei hat. Jetzt kann man sich da bedienen und dann kann man es wieder reindrehen und kommt so also wunderbar an all diese Dinge. Und um zu überprüfen, ob das Licht im Kühlschrank ausgeht, habe ich die Kamera in den Kühlschrank gestellt und Tür zu und zack, das Licht ist aus. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank fürs Zusehen.